Hallihallöchen, Leute, willkommen zum nächsten Part von Let's Play Banjo-Kazooie. Ja, im letzten Part sind wir bis hierhin vorgeschritten und haben uns vorgenommen, uns jetzt die Fähigkeit des Alligators anzuzeigen, um ein komisches Loch anzugucken. Da möchte ich mal gucken, ob wir das hinbekommen. Schnell möglich. Ja, warte, B? Ja, B. Ich merke gerade schon, wie das ein bisschen ruckelt, aber der Java-Updater, also der Java-Uploader zieht immer ein bisschen. Ich bin nämlich gerade dabei, The Legend of the Zelda und das Let's Retro vom Sonntag, den 28. hochzuladen. Also an den Tagen kommt dann die Let's Retros. Was ich mich gerade auch frage, hatten wir vor, in dieser Welt die ganzen Puzzleteile zu sammeln? Das weiß ich nämlich gerade nicht. Müssen wir mal in die Statistiken gucken. Okay, da fehlten uns ungefähr 5. Ja, lass uns das doch nochmal versuchen. Ich weiß ja in etwa, was wir vorhaben. Zum einen möchte ich es unbedingt in diesem Part schaffen oder im nächsten Part, je nachdem, wie lange wir für die Puzzleteile brauchen, durch dieses komische Loch zu schlüpfen. Und das, was mir der gute Akano Wire unter dem letzten Part geschrieben hat, nämlich, dass man doch, warte, jetzt habe ich die Farbe verloren, dass man doch auf den Kakteen der Jinx gehen kann und ja, da und so bauen kann. Beziehungsweise er da weiterkommt. Ja. Das wollen wir alles in diesem Part erreichen und ich hoffe, dass wir das auch in diesem Part erreichen werden. Aber wie gesagt, davor möchte ich doch nochmal versuchen, an alle Noten ranzukommen. Wenn das Ganze... Ich hoffe, dass die Lags echt nicht so schlimm werden. Das ist immer halt sehr angenehm, wenn man dabei uploadet. Das heißt, ich kann das ganz locker easy doch mal machen nebenbei. Aber normalerweise braucht das doch eh nicht. Also, das ist ja doch schön. Und jetzt bringt uns das nicht... Oh doch! Er droppt 2, schön. Naja, wenn man die Möglichkeit hat, die Energie voll zu haben, dann sollte man das auch nutzen. Fällt mir aber gerade ein, dass man, glaube ich, die ohne Banjo gar nicht an alle rankommt. Fällt mir gerade so ein. Muss ich. Ja, kommt man nicht. Kommt man nicht. Das ist ganz, ganz doof. Dann lass uns die Puzzleteile mal anders machen. Das habe ich gerade nicht bedacht. Sorry, Leute. Okay, gehen wir mal zum Weltenporter zurück. Wie ihr ja bereits wisst, ich glaube, aus dem anderen Part habe ich das bestimmt schon mal gezeigt, dass man aus den Welten mit den jeweiligen Fähigkeiten aus dieser Welt raus kann. Oh Gott, das ist gerade echt schlimm. Das gefällt mir nicht. Okay, da war die... Okay, also die Plattform, da möchte ich auch nicht hin. War das hier? Da hinten, wo der Baustoff rüberführt. Ja, auf der anderen Seite ging es nämlich, glaube ich, zum Eiweck. Ja, okay, da ist der Gelbe Ginger. Das heißt, wir sind am Anfang. Am Anfang dieses Gebietes, was ich ganz gut finde. Was ich sogar sehr gut finde. So. Dann wollen wir doch mal wieder aus der Welt rausgehen und das komische kleine Loch angucken. Wusch. So. Dann mal hier lang. Da war hinter das Loch, meine ich, wenn ich mich nicht alles täuscht. Dab, 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 dab. Ja, was macht ihr denn heute so, Leute? Ich bin wahrscheinlich heute den ganzen Tag wieder nicht da. Ich finde das immer ganz angenehm, dass YouTube diese Möglichkeit hat, dass du die Videos halt voreinstellen kannst. Aber ihr seht ja auch schon mal ein Video. Ich wollte mir gerade nur was aus den Ärmeln ziehen. Was ist denn hier hinter? Schönes. Dip, 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 dip. Ah, ein Buch. Hallo. Ich bin Chito, das magische Zauberbuch. Ich kann euch ein paar tolle Cheats verraten. Schweige, du verlaustes Buch. Sonst trifft dich mein böser Fluch.
Hex hat das Buch verschlüsselt und schaut, ihr habt mich gefunden. Das ist eure Chance. Die werden wir nutzen. Mit den Schieße raus, Zauberbüchlein. Ein Zauber will ich verraten. Gebt auf den Boden der Sandburg an der Treasure Craft den Code Blue Hex ein. Danke, Meister Shito. In Gutildas Hexenhöhle sind noch andere Bücher versteckt. Findet sie. Nein, das interessiert mich ehrlich gesagt kein bisschen, weil Cheats möchten wir natürlich nicht einsetzen, wenn die Idee lustig ist. Okay, dann haben wir Shito getroffen. Das ist natürlich auch mal was. So, und wieder raus hier. Und runter. Gut. Autsch! Penner. Autsch. Aua. Nein. Nein. Mini-Banjo ist nicht schnell genug. Verdammt. Verdammte Axt. Raus hier. Raus hier. Bloß raus hier. Das Ding müsste doch nachaktiviert. Ja, genau. Das Ding meinte ich. Der Honigwarmbehälter. Ich weiß gar nicht. Bienenstock, oder? Ja, Bienenstock war das. So hießen die Dinger. Hat nachgefüllt, das ist gut. So, denn ich weiß nicht. Ja, wir verwandeln uns besser zurück und gehen dann zu der anderen Welt. Zu der Wüstenwelt da. So. Dab, 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 down. Ganz, ganz viele meiner schönen Note. Meine. So. Ach, ich weiß, ich bin langsam richtig gut in dieser Welt zurecht. Das ist schön. Nach 6000 Parts in dieser Welt geht das denn doch mal. So. Natürlich, wenn wir da hoch und natürlich zurück verwandeln. Wie soll es denn noch anders sein? Autsch. Kennt ihr das, wenn ein Gegner mehr Schaden macht als das, was ihr wollt? Ich kenn das. So. So. Meins. Und durch da. Und Verwandlung. Ugena, genau. Ugena. Uk. Und weg hier. Jetzt überlege ich gerade, ob das schwieriger wäre, wenn wir da einfach gleich runterspringen an der Seite. Oder ob das in irgendeiner Möglichkeit uns weiterhilft. Oder ob es klüger wäre, das ganze Labyrinth nochmal zu machen. Nee, ich glaube, wir machen das anders. Genau, warum nicht? Ich habe das gerade gar nicht bedacht. Wenn wir unten natürlich lang gehen, dann ist das natürlich leichter. So, und schon sind wir drüben. So einfach kann das gehen. So. Gut, dass ich die Gummistiefel gerade noch aus Versehen eingesammelt habe, weil das war eigentlich gar nicht geplant. So. Und hops. Und hops. Und da lang. Ja, ach, die Musik ist herrlich. Ich liebe sie. So, und weg hier. Dann wollen wir mal dem werten Herrn Happy oder Akano seinen Tipp folgen. Und jetzt habe ich die Gutilla nicht vorgelesen. Natürlich, egal. Ist jetzt ja nicht so wild. Wir sollen mal seinen Tipp verraten. Folgen. Genau, das war das Wort, was ich gerade gesucht habe. Um
mal in Jiu-Jitsu kommen, wenn ich das richtig rausgehört habe aus seinem Kommentar aus Part. Ich weiß gar nicht, welcher Part davor hier kam. Ich habe halt nur den Kommentar gerade nebenbei offen. Den werde ich nicht einblenden, wie man das von anderen vielleicht kennt. Ich mach das nicht. Nee, nee, nee. Es ist auf jeden Fall der Part hier vor. So, dann wollen wir hier hoch. Ich mich natürlich bis heute frage, gibt es eigentlich eine Methode, um nicht Schaden zu kriegen? Vielleicht ja Gummistiefel irgendwo her, aber ich weiß nicht, wo die Gummistiefel sind. So. Er meint, wir sollen. Stell dich mal auf die Kakteen vor, Jinx. Das möchte ich doch mal gucken. So. Erstmal schneller werden. Dip, 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 dip. Vergiss es gerade, Hand, du bist ein Arschloch. Dip, 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 dip. Dip, dip, dip. Ba, 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 ba. Ich mag diese. Na, warte. Nicht mit mir. Gib mir dein Leben. So. Wo waren die blöde Things? Ist die gerade in der Kamera vielleicht? Ja, da. Er meinte, ich soll mich da wahrscheinlich aufstellen. Von den beiden. Das sind beide sehr Kakteen da. Amen! Bin ihm gesprungen. Fick dich, Spiel. Fick dich. Aua. Sei's. So. Dann wollen wir doch mal da rüber. Genau. So. So hätte es eben aussehen sollen. Nicht so wie er eben geflogen ist. Nein. Kann auch bestimmt rüber, wenn man macht. Meine Nase ist ganz verstopft. Aha. Interessant. Und man kommt dann natürlich nicht so einfach rüber. Das wäre ja auch zu leicht. Ich weiß nicht, was das gerade für eine Erdbeben war. Mal eben gucken, was ob wir dieses Problem ich beseitigen können. Ach, das möchtest du nicht. Okay. Hier vielleicht? Oder willst du, dass ich der Feuerkanäle entgegenfliege? Oh Mann, das ist. Nein! Ich möchte sterben. Hui! Und. Hoch da! Hoch da! Irgendwie hat das nichts gebracht. Bist du den Eindruck? Da muss ich da Eier drauf feuern. Aha. Hey, das kitzelt. Aha. Aha. Ah, das ist besser. Jinxys Nase ist wieder frei. Kommt doch herein.
Ich werde doch sterben, wenn ich hier runterspringe, oder nicht? Nein! Nicht du! Nicht du! Fick dich! So, das ist jetzt zwar etwas riskant, aber was sein muss, muss sein! Nein! Nein! Verdammte Bienen! Fick dich, Biene! Naja, jetzt habe ich vielleicht wieder volles Leben, aber für diesen Preis, Mann! Ja, diesen Preis! Ach, dann müssen wir es halt so versuchen. Ich hoffe, dass die Pyramide, die Jinx aufbleibt. Tut sie natürlich nicht, weil das nämlich ein. Weil das nämlich viel zu einfach wäre, wenn die aufbleiben würde. Deswegen gehen wir nochmal hoch und. Warum macht Benji eigentlich die Hände vors Gesicht? Hält er das nicht aus, wenn Kazooie so schnell rennt? Naja, egal. So. Dann wollen wir doch mal. Das war cool. Okay. Hops. Und das Ganze nochmal. Weil es schön war. Eher nicht, aber. Egal. Der Abgang war scheiße. Ja. Der Abgang ging ja eigentlich sogar. Nein! Ich will. Oh, diese goldene Feder! Hätten wir dafür nicht die Select-Taste oder so den Kommen. Hatte der L64-Controller überhaupt eine Select-Taste? Ich weiß es gerade nicht. Eben habe ich das einfach so getroffen, oder? Oder täuscht es mich? Oder sagen wir, das ist eine falsche Winkel. Ach, dann machen wir es halt auf die lame Art. So. So. Voila. Ja, Gesundheit. So, dann wollen wir da nochmal rein. Was erwartet uns denn drin? Ein fliegender Teppich. Okay. Ein fliegender Teppich. Der mir was bringt? Ach, du willst Eier haben. Wie soll ich den Mund deuten? Ach, hier ist ein Jinjo. Ach, ey, Mann! So. Voila. Okay, ich sehe das Puzzleteil. Ach, das hat zu. Ich war zu langsam. Ich wollte mich doch hier nur umgucken, mal eben kurz. Danke. So. Wie schafft man das? Ja, okay, das schafft man. Das ist gut. Und das nächste Puzzleteil gehört uns. So kurz am Partende. Schön. Jetzt fehlt uns nur noch das Jinjo. Okay. Das ist gut. Das machen wir, gehen wir, glaube ich, gleich mal im nächsten Part an. Ich danke euch, dass ihr dabei gewesen seid und ich hoffe, dass ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei sein werdet. Danke fürs Einschalten und bis dann. Tschüss.